Rudersport hat mich eigentlich schon immer begeistert. Das fing an von klein auf mit meinem Bruder im Petcar Rennen gefahren, das erste motorisierte Mofa, an dem ich rumgeschraubt habe, bis hin zum ersten Fahrzeug. Von daher habe ich mich schon immer sehr für Autos interessiert und vor allem auch für den Motorsport. Das ist der ZF-Stand auf der Tuning World 2018. Wir sind seit gestern hier, haben unsere Exponate aufgebaut und dieses Jahr haben wir einen Wiesmann sowie ein Kupplungsprojekt, den Audi A4 B5 von JB Performance bei uns auf dem Stand. Seit 2014 arbeite ich für ZF Race Engineering. Zuerst im Logistikbereich und seit Juli letzten Jahres betreue ich aktiv im Vertrieb die Marke Sachs Performance. JP Performance, Jean-Pierre kennt man natürlich schon aus Kindheitstagen von der TV-Sendung PS Profis, mehr Power aus dem Pott. Das Kupplungsprojekt mit JP hat ja quasi seinen Ursprung, als der Jean-Pierre sein Fahrzeug umgebaut hat und bei uns eine verstärkte Kupplungskomponente angefragt hat. Wir haben hier den Audi A4 B5. Ein Projektfahrzeug von JP Performance. Das Fahrzeug hat einen 5-Zylinder-Motor mit über 500 PS und um diese Power auf die Straße zu bringen, benötigt es unsere Sachs Performance Sportkupplung. Das Forum in Friedrichshafen ist natürlich eine Institution von ZF und jedes Mal, wenn ich in der Gegend bin oder in Friedrichshafen zu tun habe, schaue ich immer wieder gern vorbei, um auch ein paar wirklich Schmuckstücke aus meiner Kindheit zu sehen. Besonders der Alfa Romeo Montreal von 1973 hat es mir angetan. Die Silhouette von dem Wagen ist einfach nur wunderschön und ist ein wirkliches Traumauto von mir. Im Alfa Romeo haben wir ein 5-Gang Vollsynchrongetriebe mit einem Sperrdifferential von ZF, außerdem eine Kupplung von Sachs. Als Kind habe ich natürlich meinem Vater Formel 1 geschaut. Überragend für mich wäre natürlich, wenn ich eines Tages mal Jenson Button kennenlernen würde. Aus dem Grund, dass ich für ZF arbeite und er Markenbotschafter ist. Und jetzt startet er 2018 wieder für Honda in der Super GT Japan. Wäre schon richtig cool, wenn sich da mal was ergeben würde. Ja, es ist immer wieder schön, auf den Veranstaltungen zu sein oder auf den Messen, um einfach den persönlichen Kontakt zu seinen Kunden, aber auch zu den Auto- und Tuning-begeisterten Menschen zu haben. Wir hatten sehr viele Tuning-begeisterte Leute auf dem Stand, wirklich gute Gespräche, Begeisterung für unsere Marke Sachs Performance und wir sehen uns wieder auf dem BMW-Syndikat-Treffen.